Und dieser Moment kam dann einfach, dann gehen wir unglücklich in Rückstand. Und dann haben wir, finde ich, auch sehr gut reagiert und wir sind ruhig geblieben. Die Köpfe waren nicht unten. Powered by TBF, Global Asset Management. Gianluca, wieder eine bittere Niederlage. Eigentlich haben eigene Fehler dazu geführt, dass Groß-Asbach hier zwei Tore schießt. Warum schaffen wir es nicht, diese Fehler abzustellen? Ja, ich glaube, es gibt keine Mannschaft, die fehlerfrei spielt. Und im Fußball sind es immer die Fehler, die zu Toren führen. Momentan machen wir zu viele Fehler, zu einfache Fehler. Und das müssen wir abschalten. Und muss auf jeden Fall das Ziel sein, auch in Zukunft und für die kommenden Spiele einfach die Fehler zu minimieren. Es wird ja nicht einfach. Am Mittwoch kommt Stuttgarter Kickers. Schaffen wir es mehr, nach vorne Chancen zu erarbeiten und hinten, sage ich mal, sicher zu stehen? Ja, wir spielen daheim. Das ist dann nochmal ein ganz anderes Spiel. Wir haben auch im Hinspiel gezeigt, dass wir teilweise mithalten können. Da standen wir defensiv sehr gut. Irgendwann ging dann ein Sonntagsschuss rein. Da wollen wir anknüpfen und gegebenenfalls auch ein Tor machen gegen die Kickers, dann können wir eventuell auch 3 Punkte holen. Dann bis Mittwoch und vielen Dank. Danke. Danny, eine bittere 1:2 Niederlage hier in Groß-Asbach. Du hast kurz vor der Halbzeit das 1:1 erzielt. Wie war das Spiel aus deiner Sicht? Ja, schwierig, so schnell nach dem Spiel irgendwas zu sagen und es zu analysieren. Wir haben uns gut auf das Spiel vorbereitet. Die Qualität von Asbach, das umsonst stehen sie nicht auf dem zweiten Platz. Wir haben versucht, gegen sie anzuhalten, haben versucht, das Beste zu geben und versucht, uns teuer zu verkaufen. Ich finde, es hat gut geklappt. Ja, erste Halbzeit waren wir klar, 1-0, gehen wir in Rückstand, machen dann das 1-1 kurz vor der Halbzeit, sind dann eigentlich gut im Spiel, kassieren dann durch den zweiten Standard nochmal das 2-1. Bitter eigentlich. Ja. Eigentlich könnten wir hier einen Punkt mitnehmen und könnten eigentlich glücklich sein über einen Punkt, aber so leider nicht. Es waren ja auch nur ein paar Situationen, also nach dem 2-1 hatten wir noch ein paar Minuten zu überstehen, aber grundsätzlich haben wir eigentlich ein gutes Spiel gemacht und haben gut dagegen gehalten. Es waren eigentlich so individuelle Fehler und Einzelsituationen. Ja, in so einem Spiel tun halt die einzelnen Fehler, die machen halt Spiel aus und die entscheiden so ein Spiel. Heute ist leider gegen uns gelaufen, wir haben vielleicht wieder 1-2 zu viele Fehler gemacht. Dann versuchen wir das am Mittwoch besser zu machen gegen die Stuttgarter Kickers und auf alle Fälle in Freiburg. Vielen Dank, Danny. Danke. Claudio, wieder eine bittere Niederlage. Ich denke, es wäre heute viel mehr drin gewesen. Eigene Fehler und vorne nicht kaltschnäuzig genug haben zur Niederlage geführt. Wie siehst du das? Ja, ähnlich. Es ist natürlich schade, dass wir durch einen kleinen Fehler eigentlich im Aufbauspiel gleich das Gegentor bekommen, weil ich fand, wir waren sehr gut im Spiel, wir haben uns sehr gut präsentiert und wir hatten den Ball und sie standen relativ tief, was sie aber wussten, dass sie auf diesen einen Moment warten immer. Und dieser Moment kam dann einfach, dann gehen wir unglücklich in Rückstand und dann haben wir, finde ich, auch sehr gut reagiert und wir sind ruhig geblieben, die Köpfe waren nicht unten. Und dann durch einen Standard, die wir momentan brauchen, dann machen wir natürlich noch den Ausgleich vor der Halbzeit. Dann haben wir in der Halbzeit nochmal versucht, alles zu sortieren, jeden Einzelnen anzusprechen. Aber es war halt bitter, denn dass wir in der 50. Minute denn durch einen Standard, unnötiger Standard, dass der so frei zum Kopfball kommt. Das war ein einstudierter Freistoß für ihn. Er wird geblockt und deswegen kommt er so frei zum Ball und ist schwer zu verteidigen. Aber trotzdem haben wir uns immer wieder nach vorne geschaut und ich fand die Mentalität, die Einstellung heute sehr, sehr gut von der Mannschaft. Und auf das können wir aufbauen. Weil am Mittwoch steht ja schon die nächste schwere Aufgabe auch vor uns. Was auffällt, ist schon, dass wir im Aufbauspiel sehr viele leichte Fehler machen. Woran liegt das? Das liegt tendenziell immer am Gegner, der uns natürlich auch beobachtet und sieht, was wir machen oder was wir nicht machen. Es fehlt teilweise auch der Mut, diese Kleinigkeit, wo jetzt wieder reinkommen muss, ein Erfolgserlebnis muss wieder reinkommen. Und dann glaube ich schon, dass wir auf der richtigen Spur sind. Und vorne brauchen wir vielleicht nicht so viele Chancen, wie jetzt heute Sonnenhof hatte. Wir brauchen wenig Chancen, um Tore zu machen. Aber der Glaube muss natürlich wieder da sein, dass wir einfache Sachen machen können und müssen. Und das stimmt mich zuversichtlich für die nächsten Wochen. Wenn man die Mannschaft anschaut, bei manchen hat es den Anschein, dass sie nicht ganz 100% bringen auf den Platz. Wäre es vielleicht mal eine Möglichkeit, von der Ersatzbank jemanden in die Startelf zu setzen?
die Meinung teile ich nicht, weil ich bin der Meinung, alle Spieler geben immer 100%. Wenn sie es nicht machen, sind sie hier falsch. Dann ist der Platz auf der Tribüne, wenn sie das Gefühl haben. Und ich finde, alle geben 100%. Es war auch die, wo jetzt nicht gespielt haben, müssen an die Chance glauben, dran glauben, dass irgendwann mal die Chance kommen wird. Die musst du dann nutzen. Wenn du sie nicht nutzt, wird es dann schwer. Und ja, jeder einzelne Spieler ist wichtig für die Mannschaft. Jetzt haben wir am Mittwoch das schwere Spiel gegen die Stuttgarter Kickers in Rilasingen. Wie sehen die nächsten Trainingstage aus? Regeneration nur? Ja, viel Trainings gibt es nicht. Morgen ist frei und am Montag versuchen wir eine Einheit zu machen. Und am Dienstag ist bereits wieder Abschlusstraining. Und ja, wir müssen schauen, dass die Spieler jetzt regenerieren. Wir wissen nicht, wie es beim Domi Almeida aussieht, aber dafür haben wir Qualität dann auch auf der Bank, wo gut 1:1 ersetzt werden kann. Und jetzt ist erstmal Erholung, abhaken, miteinander reden. Es war nicht alles schlecht heute. Wir haben uns sehr teuer und gut verkauft hier. Und hier zu spielen ist nicht einfach. Und ich glaube, für Rilasingen ist es ein Erfolgserlebnis, auch gegen so eine Mannschaft in dieser Liga spielen zu können. Und das muss auch mal in die Köpfe rein. Dann hoffen wir auf den Mittwoch, dass wir da vielleicht einen Punkt auf der Talwiese behalten. Vielen Dank und eine schöne Rückreise. Ja, danke dir.